Hallo ihr Lieben, ja, jetzt knie ich hier auf dem Fußboden. Jetzt möchte ich euch aus unserem aktuellen Flyer das Kaminset für 24,90 vorstellen. Und zwar beinhaltet das einmal unser Eschex-Gel inklusive der Schaumpumpe und zwei neue Eschex-Tücher. Wir haben ja seit diesem Jahr, seit dem Flyer, neue Eschex-Tücher. Das ist eigentlich ein ganz normales Profituch. Ja. Es ist etwas anders gearbeitet, eine andere Farbe in Grau mit der roten Umrandung, dass man sieht, das ist ein etwas anderes Tuch. Also das sollte man dann wirklich nur für den Kamin, für die Kaminschalbe nehmen. Hier sind jetzt ein paar Flecke drauf, das ist aber nur deswegen, weil ich schon ein bisschen versucht hatte zu reinigen oder hab's gereinigt, um das jetzt mal zu zeigen. Also mit dem Eschex-Tuch, in dem Fall ja das Profituch und das Eschex-Gel, kann ich hervorragend eine Kaminschalbe reinigen. Ihr seht, die Kaminschalbe ist ziemlich dreckig, wobei ich dazu sagen muss, den Kamin benutzen wir gar nicht, weil er nicht besonders gut ist. Aber die Scheibe ist eben schon dreckig und die ist schon sehr lange dreckig. Also da ist wirklich der ganze Ruß angetrocknet. Mit dem Eschex-Gel arbeiten wir wie folgt. Die Schaumpumpe drauf, dann schütteln wir ein ganz bisschen, dass es ein bisschen aufgeschüttelt wird. Und dann sprühen wir auf diese Scheibe drauf so ein bisschen mit Schwung, also nicht punktuell, sondern wir verteilen das mit ein bisschen Schwung auf die ganze Scheibe. Dann ist das etwas schön verteilt und dann soll man das eigentlich ein paar Minuten einwirken lassen. Ihr wisst, ich habe nie Zeit, keine Lust zu warten. Ihr seht aber auch, wie schön dieser Ruß von der Scheibe schon runterläuft. Das geht total schnell, das ist ganz irre. Und dann braucht ihr einfach nur noch mit dem Profituch drüber gehen. Wenn man so Stellen hat, die etwas härter sind, gehen wir etwas öfter drüber. Aber ansonsten wischen wir einfach über diese Scheibe drüber, über die Glasfläche drüber. Und dann haben wir die Fläche schon sauber. Wir haben ein zweites Eschex-Tuch damit bei. Das heißt, wir können dann auch nochmal nachtrocknen, damit das Ganze etwas blank wird. Wenn ich jetzt so Ecken habe wie hier oben, wo es so ein bisschen angetrocknet ist, dann gehe ich einfach mit dem Tuch nochmal drüber, mit dem Eschex-Gel, was ich im Tuch drin habe, und sehe da, ich kriege diese Flächen ruckzuck sauber. Wenn ich mal so ganz starke Punkte drauf habe, wo wirklich irgendwas festgebrannt ist, wie zum Beispiel, wenn man jetzt Harz aus dem Holz hat, das springt an die Scheibe und dann hat man mitunter so Punkte, die man ganz schlecht sauber kriegt. Dann ganz einfach Eschex-Gel ein bisschen draufsprühen, klein bisschen Toilettenpapier drauf bappen, 10 Minuten warten und das Ganze kann ich so wegwischen. Aber wenn ihr mal überlegt, wie lange ich jetzt dafür gebraucht habe, die Scheibe sauber zu machen, das waren ein paar Sekunden, also man braucht da wirklich nicht lange für. Und viele erzählen ja immer, ja, Kaminscheibe mit Zeitungspapier und Wasser, super Geschichte, eine Riesensauerei gibt das immer. Und es ist wirklich nicht so einfach zu putzen. Und mit dieser Geschichte Eschex-Gel und Eschex-Tuch von Gemarco absolut schnell, absolut sauber. Also ich habe da nicht viel Probleme mit Dreck drumherum, sondern das funktioniert einfach schnell, sauber und gut. Ja, wenn ihr das gemacht habt, sagt ihr nehmt nichts anderes mehr, um den Kamin zu reinigen. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Jo, viel Spaß damit mit dem Set.